Moin Moin Freunde, hier spricht der Ro Holler. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. In der heutigen Ausgabe möchte ich gerne mit euch meine Erfolgsgeschichte teilen, wie ich es aus dem bescheidenen Hamburg-Altenstädt, der noch als Pizzabäcker neben seinem Job unterwegs war, zu einem finanziell unabhängigen Leben hoch über den Wolken in Dubai in meiner luxuriösen Penthouse-Wohnung es geschafft habe, mit direktem Blick auf den Burj Khalifa und den Dubai Fountain. Bevor wir jedoch starten, möchte ich euch bitten, mich und den Kanal zu unterstützen und diesen Kanal zu abonnieren, dass ihr auch je keine Ausgabe verpasst. Des Weiteren würde ich mich super freuen, wenn ihr den Like-Button unter dem Video drücken würdet. Tut wirklich nicht weh, setzt jede Menge Motivation, Energie bei mir frei und macht alles einfach nur super. Habt ihr? Sicher? Alles klar, dann können wir jetzt starten. Nach meinem Hochschulabschluss in 2011 habe ich meine professionelle Karriere bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder gestartet. Dort war ich als interner Projektmanager für eine Vielzahl von Projekten zuständig in verschiedenen Flugzeugprogrammen. Das Ziel meiner Projekte war es immer die Steigerung der Produktivität und Effizienz von Arbeitsprozessen und Mitarbeitern. Während meiner Zeit bei Airbus habe ich die Möglichkeit gehabt, mein Netzwerk enorm zu erweitern, viele internationale Menschen kennenzulernen und mir ein gewisses Know-how anzueignen. Nach 3 Jahren habe ich die Möglichkeit gehabt, durch Airbus eine neue Arbeitsstelle als Unternehmensberater in Dubai zu starten. Dubai war bis dato für uns kein unbekannter Ort, da wir 1 Jahr zuvor, meine Frau und ich, unsere Hochzeit in Dubai hatten und meine Frau auch schon in 2010 für die Außenhandelskammer ein Praktikum absolviert hat. Für uns war es eigentlich schon immer ein Traum, nach Dubai auszuwandern. Dennoch war die plötzliche, ich sag mal, Möglichkeit, nach Dubai auszuwandern und einen Job anzuwählen, ziemlich brutal für uns, weil es völlig unerwartet kam. Wir haben uns gerade eine Wohnung zugelegt. Wir haben begonnen, die Wohnung einzurichten und ich musste in kürzester Zeit entscheiden, sämtliche Stricke abzureißen und nach Dubai auszuwandern. Aber das ging relativ schnell, trotz, ich sag mal, ja, nicht des Supportes unserer Familie und Freunde, die uns natürlich gerne weiterhin in Deutschland hätten, haben wir uns dazu entschlossen, meine Frau und ich, ja, Hamburg zu verlassen, Deutschland zu verlassen und in Dubai ein neues Kapitel aufzuschlagen. Somit sind wir Anfang 2015 nach Dubai ausgewandert, ja. Auch nur wir hatten einen Koffer, ja, weil mehr durften wir nicht. Da gibt es ja bestimmte, ich sag mal, Limitierungen auf den Emirates Flights. Ja. Also von daher sind wir dann nach Dubai ausgewandert. Das Gute in unserem Fall war, dass ich bereits einen Job hatte und meine Frau 2 Wochen bevor wir nach Dubai gegangen sind, eine Zusage erhalten hat von der Außenhandelskammer Deutschland. Also somit sind wir nach Dubai gegangen und hatten sichere Jobs, ja, und auch gute Einkommen. Von daher war der Anfang bei uns nicht so schwierig und nicht so unerwartet. Wie gesagt, 2015 sind wir dann in Dubai angekommen und somit fing das neue Kapitel an. Ich war als Unternehmensberater nun zuständig. Mein Arbeitgeber saß in Dubai. Hauptsächlich waren 90% der Projekte im Ausland. Sprich, ich war hauptsächlich in Saudi-Arabien unterwegs, in den verschiedenen Orten von Riyadh, Jeddah, Dammam, Tabuk. Heutzutage ist Saudi-Arabien natürlich viel, viel mehr bekannt, als es vor 10 Jahren war. Da war die Saudi-Pro-League noch nicht so stark. Ja, das hat sich ja heute geändert. Also wie gesagt, ich war in verschiedenen Orten von Saudi-Arabien unterwegs und ich war als Unternehmensberater in verschiedenen Industrien tätig. Ja? Ich war im Einzelhandel, ich war in der Produktion, ich war im Öl- und Gassektor unterwegs, ich war bei den Versicherungen, ich habe Projekte in den Banken gemacht. Ein weites Spektrum an Projekten in verschiedensten Industrien, wo ich viele Restrukturierungen gemacht habe, Transformationen, Digitalisierung und somit tiefste Einblicke in Unternehmensstrukturen, in Probleme haben konnte und auch die natürlich mit meinen Kollegen gelöst habe und dabei sehr, sehr viel gelernt habe. Ja? Diese Zeit hat mich extrem geprägt. Ich habe das Ganze für 7 Jahre gemacht. Ich hatte mehr als 400 Flüge, ja, und war ja gefühltermaßen gar nicht in Dubai, sondern nur in Saudi-Arabien. Ich war nur an den Wochenenden in Dubai, mit meiner Frau und konnte das Leben in Dubai nicht wirklich genießen. Ich hatte kaum Zeit, ich war ständig unter Druck. Ja, letztendlich kam mir die Corona-Krise zugute. Ja, sie kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir konnten nicht mehr fliegen. Ja, wir waren von heute auf morgen, ich sag mal, eingesperrt aufgrund der ganzen Lockdowns. In Dubai war es so, dass die Regierung beschlossen hat, einen sehr harten Lockdown sehr früh durchzustarten, ja, um späterhin, ich sag mal, früh möglich aufzumachen. Das hat sich letztendlich natürlich, ich sag mal, die Strategie ist aufgegangen. Nichtsdestotrotz saßen wir bis zu 7 Wochen in der Wohnung. Wir durften das Haus nicht verlassen. Und von daher konnte ich natürlich nicht nach Saudi-Arabien fliegen. Ich habe meine Projekte vom Haus aus gemacht. Aber ich hatte viel Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen,
mir verschiedenste Bücher durchzulesen und habe mich dazu entschlossen, dann als Angestellter aufzuhören. Ich wollte unbedingt die Seiten wechseln und als Unternehmer richtig durchstarten. Wie gesagt, ich hatte das Know-how gehabt durch die ganzen Projekte. Ich wusste ganz genau die einzelne Industrie und ich wusste auch, wie die Potenziale in Dubai sind, weil ich mich mit dem Markt in Dubai immer sehr, sehr gut auseinandergesetzt habe und habe mich geschlossen zu kündigen und habe in einer der schwersten Krisen unserer Menschheit entschlossen, meine eigenen Unternehmen durchzuführen und bin durchgestartet. Heute bewegen wir uns im Jahr 2023. Ich habe von 2020 bis 2023 viel Risiko auf mich genommen. Ich habe verschiedene Industrien analysiert und bin dort eingestiegen. Kann heute, 3 Jahre später, sagen, dass ich verschiedene erfolgreiche Unternehmen aufgebaut habe, die heute sehr gesund dastehen. Mit einem kombinierten Umsatz in den vergangenen 12 Monaten von mehr als 30 Millionen Dirham, was ungefähr 7,5 Millionen Euro entspricht, und einem Nettogewinn von mehr als 30%. Nebenbei habe ich es geschafft, während ich meine Unternehmen aufgebaut habe, mir ein eigenes privates Immobilienportfolio aufzubauen mit einem Wert von mehr als 20 Millionen Dirham. Und wie ich das geschafft habe, wie ich in kürzester Zeit über ein Spektrum von 3 Jahren mehrere gesunde, finanziell unabhängige Unternehmen aufgebaut habe und mir ein Immobilienportfolio von mehr als 20 Millionen Dirham aufgebaut habe in Dubai, das möchte ich mit euch auf meinem Kanal in Schritt für Schritt erklären. So, jetzt gibt es ja auf YouTube eine Menge von Persönlichkeiten und auch Channels, die über den Lifestyle in Dubai berichten, wie alles rosig hier ist, ja, wie einfach ist es, Geld zu verdienen, wie die in schönen, großen, protzigen Villen leben oder auch dicke Autos fahren, Ferraris, Lamborghinis, was auch immer. Und wir wissen natürlich auch, dass vieles davon, was auf YouTube gezeigt wird, fake ist. Die Informationen sehr, sehr schwammig sind, ja. Ein übertriebener Lifestyle dargestellt wird aus Dubai und ich sag mal, das wahre Leben nie wirklich präsentiert wird. Und das möchte ich genau in meinem Kanal anders machen. Ich lebe seit 10 Jahren in Dubai. Ich habe relativ klein angefangen und habe es heute zu einem sehr, sehr guten Wohlstand geschafft. Und ich möchte euch mit durch diese 10 Jahre bringen. Ich möchte euch anhand meines persönlichen Werdegangs und auch an den Werdegang anderer erfolgreicher deutscher Unternehmer, die nicht in der Öffentlichkeit standen, vorstellen, wie sie es geschafft haben, in Dubai Fuß zu fassen, wie sie es zu einem gewissen Wohlstand geschafft haben, was deren Herausforderungen waren, was für Vorteile die in Dubai sehen, ja, was für Nachteile auch, ja, nicht alles ist rosig hier, sagen wir mal ehrlich. Ich möchte euch in meinem Kanal im Detail vorzeigen, wie man hier Fuß fassen kann, wie man hier einen Job finden kann, wie man ein Unternehmen hier gründen kann, was das Steuersystem hier macht, wie ist das Bildungssystem, das Gesundheitssystem, ja, was muss ich beachten, wenn ich eine Firma hier gründe, wie kann ich eine Firma erfolgreich, ich sag mal, aufbauen, wie kann ich eine Immobilie hier kaufen, worauf muss ich achten, ja, weil vieles hier in Dubai, ich sag mal, anders funktioniert, ja, nicht besser, nicht schlechter, aber anders funktioniert als in Deutschland. Und wie gesagt, ich habe in Deutschland gelebt, ich habe dort gearbeitet, ich habe auch Businesses in Deutschland gehabt und ich kann euch aus erster Hand genau erklären, wie das Ganze hier in Dubai funktioniert, wie es in Deutschland funktioniert, was sind die Vor- und Nachteile in Dubai oder auch in Deutschland und worauf müsst ihr achten, wenn ihr gewisse Dinge hier anpeilt. In meinem Kanal wird es hauptsächlich um wahre Informationen gehen. Ich möchte das so authentisch wie möglich machen, anhand von Zahlen, Daten, Fakten. Ich möchte nicht so viel meine Meinung rein interpretieren. Ich möchte euch ganz transparent sämtliche Informationen zur Verfügung stellen. Und letztendlich ist es eure Entscheidung, was ihr mit diesen Informationen macht, wie ihr es für euch erarbeitet und was ihr genau mit diesen Informationen macht. Ja? Von daher ist es ganz wichtig, dass ihr diesen Kanal abonniert, bei jeder Episode mit dabei seid. In jeder Episode geht es um verschiedene Themen und von daher ist es wichtig, dass ihr immer mit live dabei seid. Und falls es Themen gibt oder Fragen, die für euch super spannend sind, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren über Instagram, ihr könnt Kommentare unter den Videos lassen. Ich werde mehr als happy sein, eure Anregungen und eure Fragen zu beantworten, mir gewisse Themen rauszusuchen, darüber einen Content zu erstellen, damit ihr auch genau wisst, wie die Sache hier vorangeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuschaut. Mein Name ist Rohalla. Vielen Dank nochmal hier vom 57. Stock. Und ja, das Wetter wird langsam besser hier in Dubai. Aktuell leider sehr, sehr schwül und ein bisschen staubig. Aber jetzt kommen wir in die gute Saison. Von daher vielen Dank, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Euer Rohalla. Vielen Dank.